Auch am 5. Spieltag der 2. Bundesliga Nord jubelten in ihrem Heimspiel vor allem die Männer des TC 1899 Blau-Weiß. Die Berliner gewannen gegen den Tabellenletzten aus Iserlohn mit 6:3. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein und dass wir gewonnen haben. Es war ein harter Spieltag. Auf dem Hauptplatz fand das Duell der Topgesetzten statt. Der Australier Zane Kelly überzeugte im ersten Satz souverän und ohne Probleme gegen Laurinas Grigelis aus Litauen mit 7:5. Auch im zweiten Satz konnte Kelly an seine Leistung anknüpfen und mit 6:3 einen Matchgewinn für den TCBW verbuchen. Das Spiel war hart, aber es hat Spaß gemacht und die Stimmung war gut. Es ist immer schön für Blau-Weiß zu spielen. Unterdessen lief es für den Tschechen Robin Stanek nicht ganz so rund. Er musste sich gegen Jim Walter im Match-Tiebreak mit 7:10 geschlagen geben. Obwohl es nach dem ersten Satz, welchen Stanek mit 6:3 für sich entscheiden konnte, nach einem Punktgewinn für den TCBW aussah, hatte er erneut mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, weshalb ihm schlussendlich die notwendigen Kräfte fehlten. Ich denke, es war ein schwieriges Spiel. Mein Gegner spielte sehr gut. Ich hatte ein bisschen zu kämpfen. Großen Anteil am Sieg der Berliner hatte auch der am Platz 2 gesetzte Arno Bovi, welcher erstmals auf dem Center Court des Gastgebers zum Einsatz kam. Der 20-Jährige traf auf den Iserlohner Lukas Rübke. Nach dem ersten Satz noch knapp mit 6:7 zurückliegend, gelang Bovi mit 6:3 der Satzausgleich. Und damit die Entscheidung im Champions Tiebreak, den sich nach einem nervenaufreibenden Duell der Linkshänder aus Belgien mit 10:8 sicherte. Meine Premiere in Berlin ist mit einem Sieg geglückt. Das ist fantastisch. Weitere Ergebnisse der Einzel und Doppel sahen wie folgt aus. Vor allem an diesem Freitag wollen die Männer des TC 1899 Blau-Weiß auch am 6. Spieltag der 2. Bundesliga Nord in ihrem Auswärtsspiel gegen den Bremer Tennisclub jubeln.